Der Amazon Basics Rucksack, mein Test und Fazit dazu. Wenn es Sie interessiert, bleibt dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du eingeschaltet hast bei diesem kleinen Video. Das hier ist der Amazon Basics Rucksack. Das ist ein Rucksack, der bei manchen Foren mittlerweile durchgeistert. Es wird öfter mal danach gefragt, wie dieser Rucksack überhaupt ist und ob sich der Rucksack allgemein lohnt, ob er vielleicht einfach nur ein schlechter Low-Budget-Rucksack ist oder wirklich ein kleiner Geheimtipp. Das erfährst du bei mir. Am Anfang meines Videos mache ich natürlich immer normalerweise die harten Fakten, also die technischen Details, zum Beispiel von so einem Rucksack. In diesem Falle werde ich das nicht machen, denn diesen Rucksack gibt es in mehreren verschiedenen Ausführungen. Das heißt, wenn ich jetzt die technischen Details für den hier durchgeben würde, dann würde euch das überhaupt nichts nützen bei den anderen. Die sehen aber in ihrer Größe dann immer gleich aus in der Farbgebung. Wenn du die Details haben möchtest, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung einen Link. Einfach draufklicken, da bekommst du dann alles aufgelistet. Schauen wir uns einfach mal die Funktionen bei einem 55 Liter Amazon Basics Rucksack in der Nahaufnahme zusammen an. Wir fangen bei dem Rucksack natürlich außen an und dann gehen wir von oben nach unten durch. Obendrauf haben wir ein Gummiband, typischerweise zum Beispiel für eine Jacke zum Drunterpacken. Und darunter ein ziemlich großes Deckelfach. Also ihr seht das, hier passen mindestens 2 1 Liter Nalgene Flaschen rein. Hinten drin haben wir einen obligatorischen Henkel zum Festhalten, Hochziehen, das kennt man. Und ganz oben drauf ist alles in dieser leichten Ripstop-Verarbeitung. Wir haben nochmal innen ein Deckelfach, praktisch. Netz wäre hier meiner Meinung nach angenehmer und spart auch ein bisschen Gewicht, geht aber natürlich auch so. Wir haben hier einen Sack, der bei dem 55 Liter Rucksack an 2 Stellen verengt werden kann, sodass man nochmal ordentlich Platz nach hinten hat. Wir haben hier übrigens keinen höhenverstellbaren Deckel, das heißt, wir haben kein Plus an Volumen, was wir noch drunter quetschen könnten. Finde ich auch angenehmer so, denn meistens schlackert das nur irgendwie dämlich herum. Hier vorne haben wir eine aufgesetzte Tasche, die geht einmal rum, ist auch ordentlich Platz drin. In eine Nalgene-Flasche passt da auf jeden Fall 1 Liter rein und wahrscheinlich noch ein bisschen Kartenmaterial. Ich würde es natürlich dann für Essen zum Beispiel benutzen oder für den Regenponcho. Und hier vorne drauf haben wir ein bisschen Molle. Kann man benutzen mit kleinen Karabinern, um vielleicht seine Tasse oder seinen sonst was Pouch dran zu machen. Durchaus praktisch. An den Seiten haben wir auf beiden Seiten solche rundlichen Taschen. Die sind gut zum Beispiel geeignet für eine Isomatte, um die da reinzutun. Dann kann man das hier zumachen. Ist auf beiden Seiten vorhanden. Sehr gut. Unten haben wir dann auf beiden Seiten nochmal so ein Netz, wo man schön nochmal was reintun kann. Unten mit einem kleinen Loch, damit das Wasser abfließen kann, falls sich hier drin mal Dreck oder sowas stauen würde. Das Ganze ist Netztasche und auch schön biegsam, das gefällt mir. Dann nochmal hier Schlaufen an der Seite, um extra nochmal was reinzutun. Wir haben also auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, hier Dinge zu befestigen. Hier extra mitgeliefert, einfach nur so ein kleines Bindekabel im Prinzip. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da reinmachen wollen würde, aber es ist natürlich praktisch, dass es einfach so mit dabei ist. Hier unten haben wir das Bodenfach, da kommen wir natürlich gleich bei der Innenansicht drauf. Hier ist auf jeden Fall eine Schutzklappe, damit kein Dreck und Wasser in den Reißverschluss hier eindringt. Falls man zum Beispiel seinen Schlafsack da drin hat, ist das natürlich praktisch. Und was ich sehr, sehr gut finde, was oft bei Rucksäcken nicht ist, ist dieser Bodenstraps hier, weil die sind super praktisch, um außen dran zum Beispiel eine Rolle von deiner Isomatte ranzubringen, etc. etc. Also ich bin immer sehr enttäuscht, wenn das zum Beispiel nicht dabei ist. Außerdem haben wir hier unten noch 2 Straps und tatsächlich auch noch mitgeliefert ein Regencape, das sich im Bodenfach befindet. Finde ich gut, ne? Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kann man dann im Endeffekt so festhalten. Wenn dann vor allen Dingen nochmal so ein Regencape mit dabei ist, da freue ich mich ganz besonders. Auf der Rückseite haben wir ein Tragesystem. Die Schultergurte sind, naja, gepolstert. Es ist in Ordnung. Und wir haben eine über Mollelaschen verstellbare Rückenplatte, die sozusagen hier in der Länge einfach so versetzt werden kann. Dann kann man das hier mit Klett aufmachen, rausziehen und woanders reintun. Ja, könnt ihr euch die Rückenlänge selber variabel einstellen. Die Hüftflossen sind ganz gut gepolstert, vor allen Dingen der Teil hier unten. Das hier ist so mittelmäßig gepolstert, fühlt sich auch ein bisschen hart an, ist aber im Rahmen, absolut in Ordnung. Natürlich dann mit dem Hüftgurt, um das ganze Gewicht natürlich auch fixieren. Und ein Brustgurt ist natürlich auch noch mit dabei, um das Schlackern des Rucksacks zu verhindern.
Verhindern mit zwei D-Ringen hier und Lastenkontrollriemen hier oben dran. Im Inneren des Rucksacks finden wir erstmal natürlich den großen Packsack hier selbst, dann hier drin eine kleine Klepplasche, um da dran zum Beispiel ein Trinksystem anzubringen. Dann noch eine kleine Einschubtasche, um dort ebenfalls eine Trinkblase reinzutun. Und hier kommt man durch einen kleinen Reißverschluss auch an das Tragegestell ran. Das ist natürlich eine, also man kennt das in dem Preisbereich, das ist eine Pappplatte, eine verstärkte Pappplatte mit zwei Aluminiumstreben. Das überrascht mich jetzt nicht, dass in dem Preissegment natürlich so etwas verbaut ist. Ihr seht also, der Rucksack geizt nicht mit Funktionen und hat auch so ziemlich alles dabei, worauf ich besonderen Wert lege. Zum Beispiel natürlich auf das Einschubfach für eine Trinkblase, die Bodenstraps, um außen eine Rolle zum Beispiel in einer Isomatte anzubringen und ähnliches. Gut gefällt mir übrigens einfach die Optik an sich. Das wurde schön gemacht mit den gedeckten Farben und dem Ripstop-Nylon, das da verwendet worden ist auf den olivenen Flächen. Das finde ich sehr schön. Also insgesamt fährt man mit dem Rucksack nicht wirklich auf. Er hat eine gute Funktion, also alles, was man so braucht, und ist in einem angenehmen Preissegment. Wie ist es denn aber mit der Qualität an sich? Die Hauptqualität eines Rucksackes und das, wofür man auch am Endeffekt am meisten Geld ausgibt, sind nervige Hunde. Zum einen, wie gut die Nähte verarbeitet sind und vielleicht sogar doppelt gemacht worden sind und wie gut das Tragesystem ist. Die Nähte sind besser als erwartet, aber natürlich noch nicht hochqualitativ. Im Endeffekt wird dieser Rucksack schon einige Zeit halten, länger als zum Beispiel bei manchen Modellen bei Decathlon, obwohl er im besseren Preissegment spielt, das muss man einfach sagen. Aber trotzdem sind ein paar Nähte hier und da meiner Meinung nach zu einfach gehalten. Ich habe da aber auch sehr hohe Ansprüche mittlerweile bei Nähten, muss ich sagen. Also insgesamt ist es ein Top-Rucksack in dem Preis, im Leistungsgemäng und deutlich über zum Beispiel Miltec-Qualität. Das Tragesystem ist einfach gehalten. Ich würde sagen, bis 12 Kilo ist das absolut kein Problem. Meinetwegen auch bis 14 Kilo mal, wenn man ein bisschen abgehärtet ist. Aber man sieht schon, das ist nicht mega gut gepolstert alles. Und natürlich ist so eine Papprückenplatte mit zwei Aluminiumstreben jetzt auch nicht so der Bringer im Endeffekt vom Tragesystem her. Es ist aber an sich in Ordnung, kann man sagen. Vor allen Dingen in dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Was man noch hinzufügen muss, ist, dass dieser Rucksack zu klein von der Rückenlänge her für mich ist. Ich habe das auf die weiteste Rückenlänge für mich eingestellt und ich kriege dann den Hüftgurt nicht perfekt hin. Also ich kriege es nicht hin, diesen Rucksack perfekt bei meiner Größe von knapp 1,94 einzustellen, aber es geht. Also es ist schon noch in Ordnung, so dass ich damit wandern könnte, aber perfekt ist es nicht im Endeffekt. Das muss man natürlich beachten, wenn man eine ähnliche Größe hat wie ich. Bei allen, die aber unter 1,90 sind, ist das überhaupt kein Problem, den vernünftig einzustellen. Wie ist mein Fazit zu dem Rucksack? Ich muss sagen, ich habe etwa das erwartet, was rausgekommen ist, aber er hat ein bisschen noch übertroffen. Durchaus. In der Qualität habe ich für den für 55 Liter, glaube ich, knapp 45 Euro bezahlt. Das ist natürlich auch aktionsabhängig. Vielleicht kann man da mal ein Schnäppchen schießen etc. Trotzdem muss ich insgesamt festhalten, dass in dem Preis-Leistungssegment von 40 bis 50 Euro Rucksäcken, die ungefähr 40 bis 50 Liter groß sind, das ein sehr, sehr guter Rucksack ist. Das hat mich durchaus positiv überrascht, weil die Nähte sind gut verarbeitet für das Preis-Leistungs-Segment. Es ist ein Regencape mit dabei, finde ich sehr gut. Das Tragesystem ist absolut ausreichend und das ganze Material macht einen durchaus guten Eindruck. Und was sehr, sehr cool ist, dass alle Funktionen, die man so wichtigerweise dabei haben sollte bei einem Rucksack, wenn es an Mehrtagestouren zum Beispiel geht, sind vorhanden, was ich auch noch top finde. Also sehr viel spricht für diesen Rucksack, wenn man zum Beispiel einen günstigen für Bushcraft-Touren oder für kleinere Wandertouren sucht, kann ich den absolut empfehlen. Wenn man noch keinen hat, einen zweiten haben möchte, weil der andere vielleicht nicht gerade passend ist für das, was man vorhat, oder falls man einen Rucksack verschenken möchte an jemanden, der gerade anfängt. Dafür ist das ganze Ding top. Kann ich nichts gegen sagen. Wie bereits erwähnt, wenn dich technische Details zu dem Rucksack interessieren und natürlich auch zu den unterschiedlichen Varianten, ob du die dir angucken möchtest, unterschiedliche Größen etc., dann findest du unten in der Videobeschreibung einen Link. Einfach mal draufklicken.
Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos, natürlich zur Ausrüstung. Einfach mal durchklicken. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich abonnieren, dann verpasst du keine Ausrüstungsvideos mehr. Natürlich findest du alle Infos, die du irgendwie brauchst, wie immer unten in der Videobeschreibung oder schreib es einfach in die Kommentare, dann werde ich darauf antworten. Ich sage dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.